Hallo und herzlich willkommen zu Leseleben e.V. Neutral und unbestechlich bin ich wieder unterwegs, wenn es darum geht, welche Kinderbücher besonders empfehlenswert sind. Heute geht es um Erste Bilder, erste Wörter von Helmut Spanner, erschienen im Ravensburger Verlag. Das ist eine ganz große technische Kunst zu zeichnen, aber noch viel mehr ist es diese unglaubliche Einfühlungsbereitschaft dieses Autors und Illustrators, dieses Künstlers, dass er so zeichnet, dass das für Kinder optimal lesbar ist. Und das ist auch ein raffinierter Trick, weil das ist ein Buch. Das ist ein Buch, das nicht fünfmal durchgeblättert wird und dann zur Seite fliegt, sondern das wächst sozusagen mit der Weltentdeckung des Kindes mit. Und so wie das Kätzchen hier im Liegestuhl sitzt, das ist die optimale Form von Lernen bei Kindern, bei ganz Kleinen. Sie beobachten. Da ist der Igel. Und der hat seine Stacheln hier in den Schlauch gebohrt. Und schau mal, wie der den anspritzt damit. Wie der den, ja, das ist natürlich super lustig. Und dass er sich auch die Augen zuhält, was ja eigentlich auch dieses Kuckuckspiel schon ist. Ja, schön. Diese ganzen wichtigen Spielsituationen, die Kinder so lieben. Da ist das Äffchen. Und ganz wunderbar, hast du gesehen, die Giraffe, die hat Halsweh. Das heißt, er erzählt auch ganz allerliebste Geschichten, also auch ganz empathische Geschichten zum Teil schon. Also zum Beispiel, dass die beiden hier miteinander telefonieren. Also es ist nicht einfach... Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist ja das Tolle hier. Da muss man ganz genau hinschauen. Ja, beziehungsweise man muss es mit Kindern zusammenlesen. Die Kinder finden das alles. Jedes noch so kleine Detail. Und zwar immer gemäß der Situationen, die sie selber gerade beschäftigen. Und selbst wenn sie das noch nicht sprechen können, können sie hier das schon lesen. Und mir als Ärztin gefällt natürlich ganz besonders, dass hier auch Arztspielzeug dargestellt ist. Habt ihr das Stethoskop schon entdeckt? Weitere Informationen zu aus unserer Sicht sehr empfehlenswerten Kinderbüchern findet ihr unter www.leseleben.de.